Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Heinrich Löbbers von der Sächsischen Zeitung und ich darf Sie heute hier im Schauspielhaus herzlich willkommen heißen zur zweiten Dresdner Rede dieses Jahres. In den letzten Tagen hat Dresden ja mal wieder eifrig diskutiert darüber, was Engagement bedeutet, was Engagement bewirken kann und wie viel davon denn nötig sei. Auch wenn es zum Glück der ruhigste 13. Februar seit Jahren war, bleibt uns doch die Frage, wo Engagement beginnt, wie weit es gehen darf, wie weit es gehen muss zwischen Dona Nobis Pacem und Nazis raus, zwischen stillem Gedenken, Menschenkette oder Sitzblockade. Da passt es umso besser, dass wir am Ende dieser Woche Professor Dr. Roger Willemsen begrüßen können, der heute über die Kultur des Engagements zu uns reden und mit uns nachdenken möchte. Herr Willemsen, herzlich willkommen in Dresden. Wir können solche Anregungen gut gebrauchen. Roger Willemsen, meine Damen und Herren, ist jemand, der nicht nur über Engagement redet, sondern der sich in vielfältigster Weise engagiert. Ein Engagierter, für den Engagement eine Lebenseinstellung ist, eine Lebensweise. Bei Amnesty International, bei Terre des Femmes, bei Care International, Attack, um nur einige zu nennen. Besonders aber engagiert er sich im afghanischen Frauenverein, dessen Schirmherr er ist. Und mit diesem Verein sorgt er dafür, dass in Afghanistan Brunnen gebaut werden, dass dort Schulen entstehen, dass man sich um das zivile Afghanistan kümmert. Er hat das Land mehrfach bereist, er hat Bücher darüber geschrieben, in denen er den Alltag der Menschen schildert. In diesem Afghanistan, wo sich die Bundesrepublik Deutschland in den letzten Jahren, wie es euphemistisch heißt, militärisch engagiert hat. Da ist plötzlich eine ganz neue Deutung, eine möglicherweise Zweckentfremdung des Begriffes Engagement. Gerade in den Wochen, in denen unsere Soldaten jetzt dort abrücken, wird wieder viel diskutiert darüber. Gerade war der Bundespräsident noch Schirmherr der Woche des bürgerschaftlichen Engagements. Nun plädiert er dafür, dass Deutschland sich auch militärisch mehr engagieren möge. Dieser militärischen Perspektive setzt Roger Willemsen den Blick auf die zivile Gesellschaft entgegen. Auch er ist überall in der Welt unterwegs, getrieben aber von respektvoller Neugier auf die Menschen. Er ist nicht nur stiller Beobachter, der die Momente und Augenblicke sammelt, die anderen entwischen. Er ist auch, wenn es sein muss und es muss immer wieder sein, ein lautstarker Botschafter, der denen seine Stimme gibt, die nicht zu Wort kommen oder nur ganz leise. Entlassene Guantanamo-Häftlinge zum Beispiel, über die er ebenfalls ein Buch geschrieben hat. Es sind aber nicht nur die Menschen des Alltags, die er aufsucht. Er hat genauso in unzähligen Interviews mit den Prominenten dieser Welt gesprochen und sie porträtiert, von Yasser Arafat und Lech Walesa über Madonna und Yoko Ono bis zum Dalai Lama. Aber was ist dieser Roger Willemsen eigentlich? Im Vorfeld bin ich gefragt worden, sag mal, was ist der eigentlich von Beruf? Und mir ist ehrlich gesagt kein passender Begriff eingefallen, weil er eben so vieles macht und so unfassbar produktiv ist. Herr Willemsen hat Literaturwissenschaften und Kunstgeschichte studiert. Er war zwischenzeitlich mal Nachtwächter und Reiseleiter. Er ist Literat, Journalist, Philosoph, Essayist, Regisseur, Dozent, Musikexperte, Literaturkritiker, Fernsehmann, Zeitungsautor, einfach alles. Er hat viele Bestseller geschrieben, er hat Filme gedreht, Sendungen moderiert, Bühnenprogramme gemacht und vieles davon ist mit großen Preisen gekrönt worden. Deutschlands gefühlter intellektueller Chefintellektueller hat ihn der Spiegel mal genannt. Dabei ist er in der Schule ein miserabler Schüler gewesen, woraus er keinen Hehl macht. Ich glaube, sogar zweimal nicht versetzt worden. Aber man sieht, dass trotzdem dann auch so jemand was werden kann. Denn in der Tat, Herr Willemsen engagiert sich gegen die geistige Unterforderung. Er scheut diese Anstrengung nicht und er verlangt auch von anderen diese Anstrengung. Er nimmt uns in die Pflicht, nachzudenken, mitzudenken, weiterzudenken. Doch bei all dieser Ernsthaftigkeit, bei all dieser Nachdenklichkeit ist er auch gern mal ein charmanter Schelm. Und
ist nicht nur Kritiker, er kann auch sehr, sehr komisch sein, lässt sich mit Kabarettisten ein und kann ein großer Unterhalter sein. Von sich selbst sagt er, ich schlage gern mal über die Stränge. Und wenn man tief genug wühlt, kann man auch einige interessante Szenen von ihm sehen, wie er sich nicht scheut, Flaschendrehen mit Charlotte Roche zu machen und dort über Intimrasuren noch viel diskretere Details zu reden. Er diskutiert mit der Drogenbeauftragten übers Kiffen und er rezensiert das Dschungelcamp und kommt zu der interessanten Erkenntnis, dass dort die Anstrengenden, die Unkalkulierbaren, die Querulanten sitzen, die man sonst eigentlich kaum noch irgendwo antrifft. Und wenn es ganz schlimm wird, kann er aber auch schon mal die Kontenance verlieren, egal ob es um Heidi Klum geht, um Dirk Niebel oder um Helmut Kohl. Andererseits sitzt er dann ein Jahr lang bei jeder einzelnen Sitzung des Bundestages von früh bis spät auf der Zuschauertribüne und beobachtet, was unsere Politiker da so reden und auch, was sie da so nicht sagen. Mit bewundernswerter Leidensfähigkeit hat er in diesem einen Jahr vermutlich mehr Zeit im Parlament verbracht als irgendein Abgeordneter. Und das muss man erst mal schaffen. Und aus diesem einen Jahr ist jetzt ein neues Buch entstanden, das heißt Das Hohe Haus. Erscheint, ich glaube, in der kommenden oder übernächsten Woche und ist bereits für den Leipziger Buchpreis nominiert. Ich hatte das Vergnügen, schon ein Rezensionsexemplar zu bekommen und bin noch nicht ganz durch, kann es aber jetzt auf jeden Fall schon empfehlen. Es ist wieder einer dieser ganz außergewöhnlichen Willemschen Blicke auf irgendwas Alltägliches, wo man dann aber hinterher sagt, warum ist eigentlich bisher noch keiner darauf gekommen, das in dieser Art und Weise zu beobachten und zu beschreiben. Für seine Fans sei noch darauf hingewiesen, Anfang April ist Herr Willemsen im Wechselbad hier in Dresden und stellt das Buch vor. Heute wird er im Anschluss an diese Veranstaltung draußen im Foyer seine Bücher signieren. Das neue ist dann, denke ich, wohl noch nicht dabei, aber all seine bisherigen. Die haben Gelegenheit, dort sozusagen sich die Bücher von ihm nochmal signieren zu lassen. Zunächst aber einmal würde ich sagen, hören wir zu, was Herr Willemsen über das Engagement zu sagen hat. Meine Damen und Herren, Roger Willemsen. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Herr Lübbers, ganz herzlichen Dank für diese außergewöhnliche Rede. Die gehört zu der Klasse der Reden, von denen meine Mutter immer sagt, ich darf sie auf keinen Fall hören, weil sie den Charakter verdirbt. Sie recherchieren in meinem Leben genauer herum, als ich es selber tue. Und ich weiß es wirklich zu schätzen. Das ist ein besonderer Akt, den ich wirklich, wirklich aufrichtig zu schätzen weiß. Ich muss außerdem sagen, ich bin froh, dass Sie darauf hingewiesen haben, dass ich zweimal hängen geblieben bin in der Schule. Ich empfehle allen, die das noch nicht hinter sich gebracht haben, das auch zu tun oder ihren Kindern diesen Weg zu ermöglichen. Und ich kann ganz rasch im Vorhinein sagen, und auch das gehört eigentlich zur Kultur des Engagements, dass bei den wenigen Dingen, die ich in der Schule wusste, und es ist wirklich nicht viel gewesen, war es notwendig, dass ich sehr schnell das, was ich wusste, in die Klasse hineinrief, weil es gab immer den Wettbewerb der Geschwindigkeit mit anderen. Also war es üblich, dass ich den Finger hob und sofort meine Antwort in die Klasse rief. Und ich hatte einen Geschichtslehrer, der mich 7 Jahre in Geschichte unterrichtet hat. Und der guckte mich irgendwann missvergnügt an und sagte, bei dir ist wohl die Haut zu kurz, wenn du einen Arm hochhebst, geht der Mund auf. Nicht nur ist es so, dass ich auch heute wieder den Arm hochhebe und der Mund geht auf und Sie müssen das erdulden, sondern es ist das Einzige, was mir von diesem Mann in Erinnerung geblieben ist nach 7 Jahren Geschichtsunterricht. Das ist eine traurige Bilanz und trotzdem bin ich ihm bis heute dankbar, wenn auch nur für diesen Satz. Ich möchte Ihnen außerdem sagen, als einen kleinen Vorspann vorweg, ich bin nach Dresden mit so großer Freude gekommen, speziell zu diesem Anlass so gerne gekommen und ich kann nicht anders als diesen kleinen Vorspann zu machen. Ich habe mir gut überlegt, warum ich ausgerechnet in diesem Haus, in dieser schönen Reihe über die Kultur des Engagements reden möchte. Denn als ich zum ersten Mal nach Dresden kam, da war das lange vor dem Mauerfall und da ist mir diese Stadt unvergesslich geworden dadurch, dass das Einschließen der Ruinen in den Stadtraum, in den Wahrnehmungsraum, etwas wie eine Erinnerungskultur weckte, die auf diese mahnende und auf diese schroffe und manchmal sogar sich selbst
erinnernde Weise sehr eindrucksvoll war und die ist mir später im anderen Zusammenhang so eigentlich nur noch in Belgrad begegnet, wo auch an diesen Jugoslawienkrieg erinnert wurde, dadurch, dass man die Ruinen hat stehen lassen und sie tatsächlich eine Verbindlichkeit des Erinnerns aufriefen, die andere Städte weitestgehend haben kaschieren können. Ich bin dann später wieder nach Dresden gekommen und zwar genau in dem Augenblick, als die Mauer gefallen war und bin mit Freunden an der polnischen Grenze entlang hierher gekommen. Ich kam gerade rechtzeitig, um Helmut Kohl und Hannelore und Biedenkopf und seine Frau auf einer Tribüne zu sehen in Politbüro Ästhetik und es war zum ersten Mal, glaube ich, dass in diesem gerade eben entstehenden neuen Deutschland, in diesem Teil des Landes, sich küssende Politikerpaare auf den Bühnen zu sehen waren. Das sollte die Politik, glaube ich, vermenschlichen. Mich erinnerte es an amerikanische Rituale und alles, was dann kam und was zu hören war, neben einem Meer von Fahnen, in dem das Ganze unterging, war etwas, das sich dann im Nachhinein als nicht ganz zutreffend erwiesen hat. Auch von den blühenden Landschaften war damals die Rede. Heute imponiert mir Dresden vor allen Dingen dadurch, dass hier so viel gezeugt wird wie an keinem anderen Ort der Welt. Und ich, das heißt Deutschlands. Und ich habe schon, als die Assistenzdramaturgin eben kurz verschwunden war und wir nicht wussten, wo sie geblieben ist, gedacht, wahrscheinlich zeugt sie jetzt wieder, weil in Dresden ist das so. Und das ist natürlich auch eine Form des Engagements. Und dann bin ich nach Dresden immer wieder gekommen, aus Anhänglichkeit an die Stadt. Aber ich bin vor allen Dingen dann später zu Zeiten, als ich für das ZDF arbeitete, hier mehrmals auf dem großen Platz aufgetreten vor der Semperoper mit Giuseppe Sinopoli. Und wir haben etwas gemacht, das hieß die Sommernacht der Klassik. Und die Einkünfte dieses Abends ging jeweils an die Dresdner Frauenkirche und den Aufbau des Turmes. Das war eine Form, in der sich Kultur engagierte dafür, dass etwas in dieser Stadt architektonisch und auch im Sinne der Erinnerungskultur belebt, bewahrt werden sollte und wiedererhalten werden sollte. Und Giuseppe Sinopoli, der leider wenige Jahre nach unserem letzten Auftritt gestorben ist, Sinopoli war ein Mann, der unter äußerster Verausgabung seiner Körperkräfte sich in einer leidenschaftlichen Weise sowohl der Musik wie der Bildungsgeschichte, den griechischen Amphoren, den etruskischen Stelen verpflichtet fühlte, dieser Stadt verpflichtet fühlte und auch der Erinnerung, die hier zu bewahren war, verpflichtet fühlte. Auch das war Engagement. Ich bin dann in den nächsten Jahren immer wieder hierher gekommen, habe immer wieder auch im Wechselbad Auftritte gehabt und vor einiger Zeit bin ich hergekommen, weil ich glaubte, mich verliebt zu haben und ich bin hier mit einer Schriftstellerin auf und ab gegangen, die Empfindungen waren halb warm und ich habe dann begriffen, dass auch das Engagement ist. Im Englischen heißt to engage, sich verloben. Es ist nicht dazu gekommen. Aber insofern war auch das eine Bühne des Engagements, wenn Sie so wollen. Und dann bin ich beim letzten Mal in dieser Stadt gewesen, als Dieter Hildebrandt hier den Kästnerpreis bekommen hat. Und Dieter Hildebrandt, mit dem ich 7 Jahre lang auf den Bühnen zusammen gewesen bin und der für mich eine Art Richtfigur gewesen ist, der liebenswerteste Komplize, der freundlichste Mensch gewesen ist, den man sich wünschen kann, der hat dieses Einzigartige vollbracht, den Menschen das zu sagen, was sie eigentlich nicht hören wollen und doch dafür geliebt zu werden. Und dieser Tag, an dem wir unter Anwesenheit einer ganzen Reihe von Kabarettisten aus ihrer Mitte ihn gefeiert haben dafür, dass er sein Lebenswerk auf eine Weise, seine öffentliche Rolle interpretiert hat, wie man es einzigartig finden kann, und der diesen Kästnerpreis so zurecht bekommen hat, weil Erich Kästner selbst es war, der ihm immer wieder die Hand auf die Schulter legte, wenn der junge Kartenabreißer Dieter Hildebrandt damals in der Komödie in München zuhörte, wie Kästner auf der Bühne agierte. Und Kästner später kam, um Dieter Hildebrandts Programme anzugucken. Da schloss sich ein Kreis und ich kann Ihnen sagen, dass der letzte richtig glückliche Tag von Dieter Hildebrandt dieser Tag in Dresden gewesen ist, am Abend vorher angereist bin und weil sie überall Hochzeiten gefeiert hatten, konnten wir in kein Restaurant gehen. Wir bleiben also im Hotel zusammen und haben ein Gelage gefeiert dort, was uns deutlich verjüngt hat was uns auch in den Zusammenhang mit bewusstseinserweiternden Substanzen gebracht hat. Speziell auf meiner Seite sind Alkoholiker geflossen und am nächsten Tag haben wir bei strahlendem Wetter diese Matinee gefeiert und Dieter ist danach ins Krankenhaus gegangen und er ist nie wieder richtig gesund geworden und insofern ist diese Erinnerung
Erinnerung mit der Stadt Dresden sehr verbunden und welchen vornehmeren und nobleren und zutiefst menschenfreundlicheren Vertreter des Engagements, der noch dazu alles in der generösen Form des Witzes gesagt hat, könnte man sich vorstellen als Dieter Hildebrandt. Und deshalb ist es so nötig, dass ich in diesem Augenblick an ihn erinnere, auch im Gedanken daran, dass er heute Morgen hier gestanden hätte. Und er hätte, wie am Ende unseres Programmes er es immer tat, von der Rampe aus gesagt, und glauben Sie nicht, uns sei entgangen, wie festlich Sie sich für diese Gelegenheit hätten kleiden können. Um zum Thema zu kommen. Von Robert Musil stammt der schöne Satz, in Zeiten der Pleite bevorzugt die Seele das Jenseits. Und da wir uns ja seit Jahren in Zeiten der Pleite befinden, können wir uns fragen, ob wir nicht hier, so wie wir hier zusammengekommen sind, eine Art Versammlung im Sinne des Jenseits sind. Wir sind als Vertreter der Kultur, als Menschen, die vom Ventilieren von Ideen, vom Ausdruckshaften, vom ästhetischen Verstehen, vom Feinsinn, von den Abstufungen zwischen Gefühlen, die von all dem eine hohe Meinung haben. Wir sind tatsächlich die Vertreter einer gewissen Form von Transzendenz. Wir überschreiten uns und Sie alle sind die Ersten, die an diesem Morgen so etwas wie Engagement bewiesen haben, indem Sie nämlich in dieses Haus gekommen sind, einen Kulturtempel, wo wir uns wie die Urchristengemeinde bei herabgedimmtem Licht katakombenartig treffen und irgendwann einmal sagen werden, wenn wir uns auf den Straßen Dresdens oder im dramatischen Nachtleben Dresdens wiedersehen, ich war dabei. Also, wir sind also gewissermaßen diese Urchristengemeinde, die sich um einen Gedanken schart. Und Sie tatsächlich sind insofern Vertreter dieser Kultur, als Sie etwas bewiesen haben, was an der Wurzel aller kulturellen Tätigkeit zu beobachten ist. Eine gewisse Form der Selbstlosigkeit. Der Selbstlosigkeit, die damit verbunden ist, zu sagen, ich gebe jemand das Recht zu reden. Ich habe keine Möglichkeit, auf diese Rede zu reagieren, als indem ich in meinem Gesicht ein Zeichen persönlicher Materialermüdung absondere. Und wenn ich Glück habe, wird der Redner dann irgendwann wissen, dass er langweilt und aufhören soll. Das kann sich ziehen, sage ich Ihnen gleich schon. Ja? Denn ich bin redselig und Sie müssen das ausbaden. Aber entscheidend dabei ist trotz allem, dass Sie, die Sie heute Morgen aufgebrochen sind und diese Veranstaltung gewählt haben und sich darauf eingelassen haben, einem Gedanken zu folgen, der diffus in Ihnen angelegt war unter Umständen und etwas über Engagement zu erfahren, dass Sie in diesem Augenblick von sich selbst abstrahiert, gewissermaßen weggedacht haben, um sich einem Gegenstand zu widmen, der jemand anderem Ihnen anträgt. Das ist die Großherzigkeit von Leserinnen und Lesern, von Menschen, die in Museen gehen, von Menschen, die sich in ein Theater setzen und eine Operninszenierung, eine Theaterinszenierung ansehen. Es ist die Bereitschaft, sich durchlässig zu machen für etwas, das aus der Fremde kommt, das aus der Ferne kommt, das Ihnen zum Teil vertraut, zum Teil unvertraut, verständlich, unverständlich ist. Sie alle zeigen eine Bereitschaft dafür, sich selbst als jene gemischte Individuen zu zeigen, die unter Umständen hier gefordert, überfordert, unterfordert werden, die ein ganzes Paket von verschiedenen Emotionen aufbringen müssen. Und darin zeigt sich etwas, das am Anfang aller Form der Generosität, aller Form des Engagements steht. Es ist nicht wichtig, dass Sie in erster Hinsicht materiell Initiativen unterstützen, wie die, die Herr Lübbers vorhin erwähnt hat. Es ist am ersten, zuallererst wichtig, dass Sie die Bereitschaft mit sich bringen, von der Fremde überhaupt Kenntnis zu nehmen. Das heißt, wahrzunehmen, was außerhalb von Ihnen selbst ist. In dieser Form der Großherzigkeit werden Sie immer eine Antwort auch geben auf alles, was Rassismus oder Nationalismus heißen würde, nämlich der Bereitschaft, das Fremde als solches zu erkennen. Sie werden dann vielleicht das Vertraute im Fremden noch auffälliger finden als das Fremde selber. Sie werden vielleicht am Ende einer solchen Veranstaltung, wie immer sie ist, an bestimmten Stellen, wo vorher Zentimetereinheiten waren, hinterher Millimetereinheiten haben.
Sie werden vielleicht, wenn Sie jemals auf einer Straße einen dunklen, offensiv muslimisch gekleideten, in Hemdhose daherkommenden, finsteren Afghanen sehen, Sie werden nicht denken, das muss notwendigerweise ein Talib sein, sondern vielleicht werden Sie in ihm einen Vater erkennen oder einen Fußballfan, einen Steuerflüchtling oder einen Bekenntnisschlesier, irgendetwas, das, ich wollte mal sehen, ob Sie noch wach sind, ja, und, also etwas, das Ihnen vertraut ist, etwas, das gewissermaßen in der Fremde so etwas wie eine weiche Stelle öffnet. Und durch diese Stelle können Sie hindurchgehen und diese Existenz in Ihrem Anderssein als etwas Eigenes, zumindest Befreundetes, erkennen. Das ist eine kulturelle Anstrengung. Und diese Anstrengung, und das ist wichtig zu sagen, ganz am Anfang, diese Anstrengung ist eine, die im Kern deshalb zu Kultur gehört, weil Kultur eben nicht aus den Büchern besteht, die Sie kaufen können, den Bildern, den Eintrittskarten. Im Kern besteht Kultur aus etwas Immateriellem, nämlich dem, was die Rezeption, die Lektüre, das Zuschauen, das Zuhören aus uns allen macht. Das heißt, auf welche Weise Sie unsere Verhältnisse untereinander verfeinert. Kultur ist im Kern Glauben, lieben, ahnen, hoffen, bitter werden, enttäuscht sein, trösten, altern und damit umgehen können. Alle diese Fähigkeiten, die wir hässlich und technisch Kulturtechniken nennen, sind letztlich Formen, Einsamkeit zu überbrücken. Und jetzt gehen Sie einen Schritt weiter und ausgerechnet ein so gesellschaftlich engagierter Autor wie Bertolt Brecht ist es, der diesen abgründigen Satz sagt, den man vielleicht gerade ihm nicht zutraut. Er sagt nämlich: Die Tatsache der menschlichen Einsamkeit macht Feindschaft zum unerreichbaren Ziel. Noch einmal, die Tatsache der menschlichen Einsamkeit macht Feindschaft zum unerreichbaren Ziel. Das heißt, niemals können zwei Menschen so sehr miteinander verfeindet sein, wie sie in einem überlegenen Sinne befreundet sind, weil sie kreatürlich nebeneinander stehen und Brücken, kommunikative Brücken schließen müssen. Brücken, die sich aus der Kunst des Liebens, Tröstens, Ahnens, Glaubens, all der Dinge, die ich eben nannte, die sich aus all diesen verschiedenen Formen, sich zueinander zu verhalten, speisen. Um diese Art, Einsamkeit zu überbrücken, die wird eine Kommunikation hervorbringen, die dann hochdifferenziert ist, wenn wir genau diese Mischungsverhältnisse zwischen dem Dur und dem Moll in unseren Gefühlen, zwischen Anziehung und Abstoßung, wenn wir alle diese verschiedenen Gemengelagen, in denen sich unser inneres Leben entwickelt, und man könnte sogar davon ausgehen, dass man so etwas wie den inneren Menschen erfinden kann und dass alle Kulturveranstaltungen dazu da sind, ihn zu erfinden, ihn auf Neuland zu bringen, ihn in nicht antizipierbare Situationen zu werfen. Also wenn all das geschieht, könnte es sein, dass wir einander besser erkennen, dass wir einander in dem, was uns traurig macht oder euphorisiert, genauer, schärfer sehen, tiefer sehen. Das ist eine kulturelle Anstrengung. Sie hängt nicht damit zusammen, dass wir Waren unter uns zirkulieren lassen. Sie hängt damit zusammen, dass wir Erkenntnisse, Ideen, Ausdrucksvermögen untereinander zirkulieren lassen. Und ich glaube, in dieser Hinsicht ist die Kultur im Kern tatsächlich immateriell. Lassen Sie mich wenige Beispiele bringen, nur um das zu erhärten. Ich stehe in Afghanistan in einem Flüchtlingslager. Dort steht ein kleiner Junge, es ist 20 Grad unter Null, es ist der härteste Winter Afghanistans seit 20 Jahren. Es steht ein kleiner Junge da, der hat seine Hand hier und er ruft mich aus der Ferne an und sagt: Hello, Mister! What's your matter? Man sagt, no matter. So what are you doing here? Just visiting. Dann dreht er sich um zu seinem Freund und sagt, look, first tourist. Und während ich merke, dass dieser kleine, vielleicht 10-jährige Junge gerne so etwas sein möchte wie cool, denn das hat sich in der Welt durchgesetzt, dass cool sein für Kinder groß ist. Cool ist wie abgeklärt wirken, bevor man aufgeklärt wurde. Ja? Und so steht dieser Junge da. Und ich frage mich die ganze Zeit, was heißt diese Geste? Und frage die Leute irgendwann, warum stehen die coolen Kinder Afghanistans gerne so? Und mir erklärt jemand, dass im Krieg die erwachsenen Männer hier ihre Schulterholster hatten und dass hier ihre Waffen waren.
Und die Zeichen der Stärke waren, man legt die Hand auf die Waffe. Die Kinder haben keine Waffe hier, aber sie haben gelernt, dass das eine Geste von Stärke ist. Und so hat sich bis in die gestische Geschichte hinein in diesem Land etwas durchgesetzt, was zur Kultur dieses Landes gehört und was jetzt der Ausdruck ist, der für uns den Begriff cool verlangt. Wenn Sie in diesem Flüchtlingslager gleichzeitig stehen und Sie haben eine 25-jährige Kriegsgeschichte hinter sich und Sie sehen, dass dieses Land bis unter die Graswurzeln zerbombt worden ist und Sie fragen sich, was machen eigentlich Menschen, die jetzt sagen müssen, was macht man mit Frieden? Wozu nutzt man Frieden? Etwas, was für uns so selbstverständlich ist. Sie werden niemanden finden in Afghanistan, der laktoseintolerant ist. Aber was macht man mit Frieden? Wie amüsiert man sich? Wie tröstet man sich? Welche Geschichten erzählt man? Wie beginnt man überhaupt ein Leben zu entwickeln nach dieser kompletten Zerstörung? Wenn Sie sich das fragen, dann werden Sie plötzlich unten im Tal aus diesem Kessel von Kabul einen einzelnen Papierdrachen in den Himmel steigen sehen. Das ist ein glanzloser, hellblauer Papierdrache, der in den hellblauen Winterhimmel aufsteigt. Und Sie sagen sich, nur umschwärmt von diesem einen kleinen Detail. Gott sei Dank, irgendjemand macht etwas Sinnloses. Irgendjemand macht etwas Ornamentales. Irgendjemand macht etwas, dessen einzige Bedeutung das Spiel ist. Ich stehe auf der Bühne von Spielern. Wir wissen, dass es den Homo Ludens gibt, der im Spiel eine eigene Form von Vernunft ausbildet. Wir wissen, dass es zu den größten Leistungen der Aufklärung gehört hat, nicht nur Rationalität zu entwickeln, also alles, was man messen und zählen und wägen kann und was man übersetzen kann in materielle Verhältnisse, sondern dass man gesagt hat, der vollständige Mensch, das ist ein Mensch, der neben dem Verstand etwas besitzt wie Vernunft. Und Vernunft, das heißt eine Intelligenz des Fühlens, des Vorausschauens, des Fantasierens, des Einbildens, des Angstentwickelns haben. Alle diese Dinge, und da sind wir wieder bei der immateriellen Kultur, die uns im Kern in unserem Verhalten zur Welt ausmachen. Und wenn Sie dann diesen Drachen sehen, dann sagen Sie sich, das ist wie eine einzelne humanitäre Leistung, die uns an etwas erinnert, das uns im Kern auch ausmacht, nämlich den Wunsch, etwas Schönes zu sehen, den Wunsch, etwas Sinnloses zu tun, den Wunsch, etwas zu tun, das keinen Zwecken folgt. Alle diese Dinge sind erheblich. Sie sind Kulturäußerungen. Und wenn Sie dann erfahren, dass in Kabul auch ein Zoo noch existiert und dieser zerrüttete Staat in seinen Zoo investiert und dass da ein kleiner Junge ist, der seine Eltern verloren hat und der ihnen die Geschichte jedes einzelnen Tieres erklären kann und der die Psychologie dieser manchmal hospitalistisch hin und her schaukelnden Tiere besser kennt, als er Menschen kennt, dann erfragen sie, warum das so ist. Und sie erfragen, der Junge hat keine Familie und er lebt bei ungeliebten Onkeln und Tanten. Dieser Zoo ersetzt ihm alles. Diese Tiere ersetzen ihm alles. Was wollen sie jetzt sein? Tief traurig? Dass ein kleiner Junge nichts hat als ein paar hospitalistisch gestörte, vom Krieg erschütterte Tiere? Oder wollen Sie nicht lieber heilfroh sein, dass der Junge wenigstens diese Tiere hat? Und wenn Sie weitergehen und Sie kommen in einen alten Park, der plötzlich aufgebaut wird und Sie haben keine Krankenhäuser dort und Sie haben häufig keine Kanalisation und Sie haben Strom nur zu einem Drittel in der Stadt, dann sind Sie trotzdem froh, dass dieser Park kultiviert wird. Denn es gibt Frauen und Männer und Mädchen und die sitzen zusammen dort, es gibt Liebende, es gibt Picknick dort, die knutschen sogar zum Teil. Und dazu sind die Rabatten da und dazu sind die Parks da. Und sie sagen sich, Gott sei Dank existiert das. Das ist immer noch eine Form, auch Kultur in genau diesem Sinne zu generieren. Und ein letztes Beispiel sei genannt, wenn Sie dann irgendwo in die Berge fahren und Sie sitzen am Ufer eines Gebirgsbaches und Sie wollen eigentlich nichts weiter als die Höhe des Himmels genießen und den Geschmack der Luft und vielleicht etwas vom Wasser schöpfen, das da kalt herunterkommt. Und plötzlich löst sich eine Eimerkette von Tellern aus dieser Felswand hinter ihnen. Und auf diesen Tellern, getragen von kleinen Jungen und Mädchen, finden sie Trockenerbsen und Rosinen und Pistazien und Nüsse. Und diese Eimerkette findet ihren Weg bis runter an den Stein, auf dem sie selber lagern mit den wenigen afghanischen Freunden, die mit ihnen unterwegs sind. Und sie fragen, was macht ihr? Und die Kinder sagen, wir bringen euer Picknick. Woher wisst ihr, dass wir ein Picknick machen wollen? Naja, der Dorfälteste hat es gesagt. Sie werden diesen Dorfältesten nie sehen.
Sie werden ihm nicht danken können, das fände er auch anstößig, denn er findet nicht, dass man ihm dafür danken muss. Er versteht das, was wir ein wenig flachwurzelnd Gastfreundschaft nennen, aber nicht so meinen. Er versteht Gastfreundschaft so, dass es seine Aufgabe, seine Verpflichtung ist, für zwei Dinge zu sorgen, während wir auf seinem Territorium sind. Für Sicherheit, denn unsere physische Unversehrtheit ist sein Auftrag. Und zweitens für unsere Ernährung. Diese beiden Verpflichtungen empfindet er. Das ist sein Verständnis von Kultur. Und ich bin in diesem Augenblick vor diesem Begriff von Kultur blamiert, weil ich mir vorstelle, wie würde ich ihn denn hier behandelt sehen? Wie würde er hier aufgenommen? Welches Verständnis von dem, was wir Gastfreundschaft haben, kultivieren wir eigentlich? Und wenn ich dann in irgendeiner Runde sitze und dann sagt eine Intellektuelle, naja, das sind halt diese archaischen Kulturen, dann denke ich, was für ein obszöner Ausdruck im Zusammenhang mit einer Kultur, die im Immateriellen so viel zu geben hat. Ich mache einen Sprung. Ich sitze in der Sahara am Rande der Sahelzone außerhalb von Timbuktu. Es ist sehr heiß. Es ist dort. Ich mache noch eine Mini-Pause davor. Es gibt in dieser Stadt, die ganz aus Sand errichtet ist, die schönsten Moscheen. Es gibt fast keine Farbe. Man hungert dort. Das Einzige, was Sie an Farbe sehen, ist Indigo. Das sind die Tuareg, die dort ihre Karawanen organisieren und die mit leuchtenden Gewändern durch die Gassen kommen. Es ist die älteste Universitätsstadt des Kontinents gewesen, dieses Timbuktu. Es ist das afrikanische Buxtehude. Es ist ein rätselhafter, grandioser Ort. Und Sie merken etwas daran. Die Veränderung der Natur und die Stärke des Windes werden diesen Ort irgendwann dem Erdboden gleich machen. Denn immerzu ist Wind dort und der Wind treibt den Wüstensand. Der Wüstensand schmirgelt die Flächen ab. Was ehemals getreppt war, hat plötzlich Kanneluren. Was kantig war, ist bauchig geworden. Und Sie können die Zeit voraussehen, indem sich die Wüste diesen Ort wiederholen wird. Und der einzige Gegenstand, der diese Stadt ganz sicher überleben wird, ist eine bronzene Tafel, auf der Sie die Worte finden, dieses Haus besuchte im Jahr 1956 Heinrich Lübke. Und Sie sagen, das hat Timbuktu nicht verdient. Und das ist das Kulturdenkmal, was wir da hinterlassen haben. Aber ich sitze am Rande dieser Wüste und es ist ein Tuareg da, der offenbar seine Karawane organisiert. Denn ich sehe die bepackten Kamele hinter uns. Und ich frage, nachdem er mich eingeladen hat, Tee mit ihm zu trinken, ich frage ihn, wo gehen Sie hin? Er sagt, in meine Oase. Ich sage, wie lange werden Sie unterwegs sein? Er sagt, 3-4 Wochen. Ich sage, wen finden Sie vor in Ihrer Oase? Er sagt, meine 4 Frauen. Ich sage, was machen Sie abends? Und denke in dem Augenblick an Dresden. Und er sagt, wir erzählen uns Geschichten. Und ich sehe vor meinem inneren Auge den Horror vakui im Gesicht eines deutschen Ehemanns, der seiner einen Ehefrau jeden Abend Geschichten erzählen soll, der am zweiten Tag keine Geschichte mehr hat, am vierten keine Ehefrau mehr. Und ich bewundere diesen Mann für etwas, das wir nochmal so kalt Kulturtechnik nennen und das sehr viel mehr ist, was nämlich die Fähigkeit ist, Einsamkeit zu überbrücken. Auch das ist eine Form immaterieller Kultur. Diese Kultur hängt mit der Beteiligung, hängt mit dem Engagement deshalb so zusammen, weil sie zu jedem Zeitpunkt geeignet ist, die Durchlässigkeit des Gegenübers zu suchen. Die Durchlässigkeit für Empathie, die Durchlässigkeit für eine gute Geschichte, die Durchlässigkeit für eine Geschichte, die nicht meine eigene ist, sondern der ich mich assimiliere. Wer wären wir alle, wenn wir nicht diese Manifestationen von Fremde hätten? Was wüssten wir über die Schlachthöfe von Chicago aus den 10er Jahren, wenn es nicht Upton Sinclair und seinen Roman Der Dschungel gäbe? Was wüssten wir über die Rituale der Hoffräuleine aus dem China des 13., 14. Jahrhunderts, wenn es keinen Roman gäbe, der Kinpingme hieße? Was wüssten wir über die Faulpelze Russlands, wenn wir Oblomow nie gelesen hätten? Was wüssten wir? Was wüssten wir? Wären wir jemals Frau gewesen oder Mann oder Muslim? Oder wären wir jemals alt oder jung gewesen, rabaukig, schlicht im Kopf oder Frauenmörder? Wir sind alle diese Dinge gewesen aus dem einzigen Grunde, weil wir die Fähigkeit mitgebracht haben, uns zu assimilieren, uns in etwas anderes zu verwandeln. Das heißt, auch von uns selber wegzugelangen in ein anderes hinein. Diese Fähigkeit, empathisch zu sein,
mitzuempfinden, Strecken mitzugehen, zu fragen, in welches Bett steigt mein Briefträger eigentlich abends? Wo landet mein Taxifahrer, wenn er nach Hause fährt? Ich bin, Klammer auf, vor kurzem in Hamburg nachts mit einem Taxifahrer gefahren. Der war genauso gekleidet, wie ich es Ihnen anfänglich beschrieben habe. Sehr muslimisch, sehr vollbärtig, sehr finster aussehend. Eine verdüsterte Existenz. Und ich habe mich hinten reingesetzt und weil ich mit Afghanistan viel befasst bin, habe ich ihn höflicher zwar, aber dem Sinne nach gefragt, kommt es eigentlich vor, dass Menschen bei Betrachtung ihres Fahrers es vorziehen, diesen Wagen wieder zu verlassen? Und daraufhin hat er gesagt, in der Tat, das kommt vor, am schlimmsten sind aber die, die so viel Angst haben, dass sie nicht mal den Wagen mehr verlassen. Und dann habe ich ihn gefragt, tatsächlich, sowas kommt vor, erzählen Sie. Und er sagt, ja, vor einigen Tagen ist mir Folgendes passiert. Da ist ein Mann eingestiegen, hat mich gesehen, er hat eine furchtbare Angst bekommen vor mir, ich habe es gleich gemerkt. Und er hat sich hinter mich gesetzt, hat nur genannt den Ort, wo er hin will in Hamburg. Und wissen Sie, und dann bin ich losgefahren. Ach, ich mache mir schon viel Sorgen um mein Zuhause. Und an dem Tag waren auch die Nachrichten gerade gar nicht gut. Und ich war ja auch schon lange gefahren. Und wissen Sie, ich habe ihn einfach vergessen. Und dann bin ich eine Zeit lang gefahren und weil ich so müde war, habe ich dann gedacht, ach, es reicht. Und dann bin ich nach Hause gefahren und in der Tiefgarage habe ich mich umgedreht. Und da saß dieser schockgefrorene Mann und dachte, jetzt sitzt die Al-Qaida in Poppenbüttel. Und ich merkte plötzlich, wie die Geschichte dieses Mannes auch zu meiner Geschichte wurde. Das heißt, ich konnte plötzlich diese Geschichte weiterverfolgen und hatte das Gefühl, in einen ganzen Erzählverlauf eingelassen zu werden, der mich, wie Sie jetzt eben durch Ihr Gelächter zeigen, nur dann beschenkt, wenn ich tatsächlich so viel Identifikation mit ihm habe, dass ich der Geschichte auf diese Weise folgen kann. Also, das heißt, in diesem Augenblick ist das Weiterdenken von Geschichten, ist das Erweitern unseres Wahrnehmungsraums um Gegenstände, um Horizont, um Naturen, um Kenntnisse, Fakten, all das, was wir faktisch in der Welt feststellen können und zu mehr machen können, ist die Voraussetzung dafür, dass wir ein empathisches Verhalten zu dieser Welt unterhalten. Und damit Sie nicht denken, das sei eine Funktion, die doch ganz selbstverständlich uns allen gegeben sei, müsste ich hinzusetzen. Und auch das anekdotisch, es ist Jahre her, da bin ich von Hamburg mit einer Maschine. Ich mache eine neue Parenthese. Ich bin damals, als ich das Böse über Heidi Klum gesagt habe, ich habe was Böses über Heidi Klum gesagt. Das heißt, ich habe es geschrieben. Ich habe einen sehr, sehr komplizierten Satz gemacht. Der war sehr schön gebaut, also architektonisch, tadellos. Das war aber der Sockel. Und dann habe ich als letzten Satz nur dazu gesetzt, entschuldigen Sie, es ist frühmorgens, es ist auch Sonntag, Sie sollten das nicht hören, aber ich will so ehrlich sein, es zu sagen, es hat mit Dresden zu tun. Dann habe ich als letzten Satz geschrieben, mit einem Wort, wie der Dichter sagen würde, man möchte 6 Sorten Scheiße aus ihr rausprügeln. Und diesen Satz isolierte die Bild-Zeitung und machte 2 Tage später daraus eine große Überschrift. Und ich saß in einem Flugzeug von Dresden nach Hamburg, als diese Bild-Zeitung kursierte. Und ich saß ganz vorne und habe gedacht, jetzt kannst du den Alltagstest machen, wie schlimm das ist, was du da gesagt hast. Und als der Flug zu Ende war und ich in Hamburg wirklich aus Dresden lande, kommt der Pilot aus dem Cockpit und sagt, Herr Willemsen, ich wollte Ihnen nur im Namen meiner Crew sagen, danke. Und es ist wirklich wahr. Es ist wirklich wahr. Und die ganzen Reisenden hinter mir sagten, von uns auch, von uns auch. Und das war komplizenschaftliche Solidargemeinschaft. Nicht, dass ich das richtig finde, dass ich das gesagt habe, aber eigentlich doch. Vor allen Dingen lebte sie fort, um die Berechtigung meiner Kritik zu bestätigen. Was ich aber mit dem Flugzeug sagen wollte, war Folgendes. Vor Jahren fliege ich von Hamburg nach Frankfurt. Wir sind etwa 45 Menschen in diesem Flugzeug. Wir haben uns alle mal in die Augen geguckt, bevor wir an Bord gegangen sind. Die Maschine ist, wie Sie merken, halb leer. Es gibt irgendwann eine Nervosität bei der Stewardess, wie man sie bei Stewardessen nicht haben sollte. Sie setzt jemand um, sie fragt, ist ein Arzt an Bord? Es kommt irgendjemand von der Economy Class in die Business Class. Daran merke ich, der Fall muss ernst sein. Und irgendwann im Verlauf dieses Fluges ist unüberhörbar, dass eine Frau gestorben ist an Bord und die nun nach hinten gebracht wird und eine Decke wird über sie gelegt und der Mann neben mir beugt sich zu seinem Nachbarn und sagt, da haben wir ja Glück, jetzt kommen wir endlich mal pünktlich nach Frankfurt.
Und diese Haltung, und das sehe ich Ihrer Reaktion jetzt auch an, ist barbarisch darin, dass ihr jede Form von Empathie fehlt. Das heißt, dass wir gemeinsam auf deren letzte Reise gegangen sind und dass wir alle miteinander zumindest irgendwie lose verbunden gewesen sind. Und das ist alles, was ich an Einfühlung einbringe, wäre ein Gegenbeispiel zu dem, was ich Ihnen aus den anderen Fällen der sogenannten immateriellen Kultur und ihren Brückenschlägen gesagt habe. Das alles, glaube ich, ist die Notwendigkeit, zunächst mal von so etwas wie Empathie als Voraussetzung für Engagement zu sprechen. Nur in dem Augenblick, wo ich ihr Leben wie etwas Eigenes behandeln kann, wo ich mich in die Simulationsräume ihrer Psychologie, ihres täglichen Handelns einfühlen kann, nur wo ich das tue, werde ich sie als etwas Schützenswertes sehen, werde ich das Leben in ihnen schön interpretiert finden. Ich werde zum Beispiel ganz einfach wünschen, dass es nicht zerstört werden möge, sondern dass es erhalten sei, dass es steigerbar sei, dass es sich entfalten könne. Alle diese Dinge wären genuine Funktionen meines Verständnisses von Humanität. Und ich glaube, dass wir alle, die wir hier sitzen, dass wir alle eine Form von moralischem Verhalten haben, auch wenn wir es nicht moralisch nennen mögen. Die Moral hat einen schlechten Ruf, aber auf der anderen Seite sind wir permanent geneigt, in Gut und Böse zu denken, in Anziehung und Abstoßung, in Ja-Nein-Impulsen, in Lust und Unlust. Alle diese Verhalten sind weitläufig moralisch. Und ich glaube, dass alle von uns, wenn wir genau nachdenken, Ursituationen finden werden, in denen dieses Moralische in uns sich erstmalig herausgebildet hat oder einen ersten Impuls, einen ersten Reflex abgesondert hat. Ich gebe Ihnen ein Beispiel aus meinem Leben. Es ist ein pathetisches Beispiel. Ich bitte gleich um Entschuldigung dafür, dass ich ein pathetisches Beispiel habe. Ich bin auch befangen in dieser Geschichte. Sie geht auch zu meinen Gunsten aus. Das liegt daran, dass ich parteiisch bin. Aber ich glaube, sie macht trotzdem deutlich, was ich meine. Ich bin vor vielen Jahren, mehreren Jahrzehnten, einmal für 2 Monate in Manila, Philippinen gewesen. Und ich lebte in einem Distrikt, der heißt Mabini's Trip. Mabini's Trip in einem schlechten, miesen, wirklich miesen kleinen Hotel, weil ich es mir nicht anders leisten konnte. Und der Mabini's Trip ist so etwas wie die Rotlichtzone. Es war eine Zeit, in der es relativ gefährlich zuging in Manila und ich fühlte mich auch nicht besonders sicher dort. Ich gehe abends auf die Straße, es ist etwa 23 Uhr, es kommt ein kleiner Junge auf mich zu und sagt als ersten Satz, ich bin 11 Jahre. Ein Junge in meinem Alter sollte jetzt schon im Bett sein. Ich bin um 2 Uhr noch nicht mal zu Hause. Der Junge imponierte mir. Er hatte einen hölzernen Kasten auf seinem Arm. In dem Kasten waren einzelne Zigaretten. Er verkaufte Zigaretten einzeln. Er konnte, wenn er Glück hatte, in einer Nacht 50 Cent verdienen. Ich rauchte nicht. Ich wollte ihm kein Almosen geben, also fragte ich ihn, ob er Lust hätte, mit mir essen zu gehen. Und ich dachte, dieser Junge wird mir etwas aus der Perspektive eines Straßenkindes über Manila sagen. Der kleine Michael ging mit mir essen. Ich war vollkommen unempfindlich gegenüber den Blicken, die mich damals trafen, weil ich sie gar nicht begriff. Also Blicke, die einen hochgewachsenen weißen Touristen an der Seite eines kleinen philippinischen Jungen sehen, sind selten unschuldig. Aber ich wusste zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht, in welchem Vorstellungsbereich ich erschien. Stattdessen bot ich dem kleinen Michael an, jetzt jeden Abend auf der Straße nachzugucken, wo er sei und dann abends mit ihm zu essen. Und ich fand diesen Jungen hinreißend und seine Erzählungen waren grandios und er brachte manchmal einen kleinen Freund mit und dann erzählten sie mir etwas aus dem Leben der Philippinen, die ich niemals so hätte sehen können wie unter der Perspektive dieser beiden. Es kommt der Abend, an dem wir in diesem kleinen Restaurant, in das wir immer gingen, sitzen und er erzählt mir eine gute Geschichte von einem offenbar neurotischen Gecko. Sie wissen, dass Geckos normalerweise nachtaktiv sind. Dieser Gecko war neurotisch, er war tagaktiv. Das heißt, er turnte irgendwo fehlgeleitet, wie er war. Vielleicht hat er ein Problem mit seiner Mutter oder so. Er turnte jedenfalls irgendwo bei helllichtem Tageslicht in einer Palme herum, was er nicht tun sollte. Und die Sonnenstrahlen trafen ihn irgendwann direkt in sein Facettenauge. Und weil er geblendet war und darauf nicht eingerichtet, stürzte also dieser einzelne Gecko, zack, unter die Palme auf den nackten Bauch des dort liegenden und schlafenden Pilipino. Die Philippinen sind das einzige Land, das ich selbst nicht aussprechen kann. Sie sagen Pilipino. Der Pilipino liegt dort und schläft. Im Augenblick aber, als der Gecko runterkommt, schläft er aus naheliegenden Gründen nicht mehr. Er schreckt hoch und nun müssen Sie wissen, eine anatomische Besonderheit des Gecko ist, dass er auf der menschlichen Haut nicht laufen kann.
Er kann überall laufen, aber nicht auf der menschlichen Haut. Er krallt sich sofort rein und kann nicht mehr loslassen. Das ist, Sie Dresdner werden nach meiner Exposition verstehen, wie das ist, wenn man sich in jemand reinkrallt und nicht mehr loslassen kann. Und letzter Aufruf für diesen Witz. Und jedenfalls, der Gecko verkrallt sich in, Sie hätten nicht gedacht, dass Sie heute noch mal einen Gecko auf der nackten Brust eines Pilipinos sehen würden. Der Gecko verkrallt sich auf dem Bauch des Pilipino. Der Pilipino schreckt hoch und jetzt könnte er hat im Grunde nur drei Möglichkeiten. Er kann erstens den Gecko sich vom Bauch reißen. Der Gecko krallt sich dort fest. Wenn er das aber täte, gingen Teile der Bauchdecke mit. Deshalb entscheidet sich der schlagfertige Pilipino, das in diesem Augenblick nicht zu tun. Die zweite Möglichkeit wäre, er könnte den Gecko enthaupten. Dann würde er das Blut des Geckos auf dem eigenen Bauch verschütten. Das gilt für abergläubische Menschen als unglücksbringend. Also entscheidet er sich für die letzte Lösung. Das ist, er entscheidet sich, den Gecko auszuhungern. Und er lebt in den nächsten Wochen mit dem Gecko auf dem Bauch. Er schläft auch nur noch auf dem Rücken und morgens hebt er die Decke und guckt, ob der Gecko noch da ist. Der guckt ihn dann an wie Heino und dann wird die Decke wieder drüber gelegt und es dauert etwa 3 Wochen, bis der Gecko dann endlich aufgibt und seine Krallen ausfährt und für tot zu Boden fällt und dann kann eben der Pilipino weiterleben wie bisher. Diese Geschichte erzählt mir der kleine Junge und ich höre ihr mit großem Interesse zu, als in unseren Luftraum eine alte Frauenhand eindringt. Sie gehört einer Bettlerin, die Hand ist schrundig und man kann gleich merken, dass es eine sehr alte und eine sehr arme Frau ist, die in Fetzen daherkommt. Und sie kommt an den Tisch und weil der kleine Michael mitten in seiner Erzählung ist, mache ich eine Geste und sage, nein, nein, nicht jetzt. Und die Geschichte ist zu Ende und der kleine Junge geht an seinen hölzernen Kasten, nimmt eine Münze heraus, rennt hinter der Frau her und gibt ihr die Münze und sagt anschließend zurückgekehrt an den Tisch zu mir, entschuldige, aber die hat es wirklich nötig. Und so pathetisch das ist, ich habe niemals wieder diese Geste gemacht. Ich habe niemals auf einem Bahnhof stehend, wenn ein obdachloser Verkäufer mit einer Zeitung kommt, gesagt, ich erlaube mir, einen Menschen nicht mal zur Kenntnis genommen zu haben, bevor ich entscheide, ob ich einen Almosen gebe oder nicht. Diese Grundvoraussetzung des Wahrnehmens überhaupt, des Erkennens überhaupt ist es, die ich mir, glaube ich, in diesem Augenblick schuldig bin. Und deshalb kann ich sagen, ist diese Geschichte eine, in der eine Ursituation moralischer Bewertung sich gewissermaßen so in mir verankert hat, dass sie bis zum jetzigen Augenblick weiter existiert. Und das tut sie auch deshalb, weil ich glaube, dass es am Ende nicht darauf hinauslaufen wird, ein Know-how zu entwickeln, sondern weil es darauf hinauslaufen wird, ein Know-why zu entwickeln. Und das heißt auch, die Begründungszusammenhänge dieses Lebens mitzuerkennen, des Lebens der Bettlerin. Das heißt auch, etwas nicht nur wie eine Information aufzunehmen, blind, arm, alt, gebrechlich, unfähig, sondern sie in etwas zu übersetzen, das Erfahrung sein könnte. Marcel Proust hat diesen Unterschied gemacht zwischen dem Erleben und dem Erfahren. Erleben heißt alltagspraktische Orientierung. Erleben, das ist wie Friedrich Hebbel mal gesagt hat, es gibt Menschen, die stehen vor dem Meer und sehen nur die Schiffe, die darauf fahren und auf den Schiffen nur die Ware, die sie geladen haben. Das heißt, dieser Blick, der wirft alles heraus, er ist zentripetal, er wirft alles heraus, was nicht wahren Charakter hat. Er hat keine Empfindung für die Schönheit des Himmels, für das Schreien der Möwen, für den Salzgeschmack auf den Lippen. Er hört den Wind nicht. Er sieht die Takelage nicht, wie sie sich bäumt. All das wirft er raus. Alles, was ästhetisch ist, wirft er raus. Er wird Materialcharakter haben. Und das ist etwas, was dem Erleben vielleicht gehören kann. Aber nicht der Erfahrung. Die Erfahrung ist etwas persönlich Assimiliertes. Sie ist etwas, das auf dem Wege der Identifikation in unser Leben kommt und das dafür zur Voraussetzung wird, etwas wie Engagement zeigen zu können. Diese Unterscheidung, lassen Sie mich ein sentimentales Beispiel zitieren, das der Poetologe Roger Calloy gewählt hat. Dieses Beispiel würde Ihnen sagen können, wo der Unterschied ist. Wenn Sie folgende Geschichte nehmen, da sitzt ein Bettler auf einer Brücke. Er hat einen Hut vor sich, vor dem Hut steht ein Schild, auf dem Schild steht blind. Der Mann hat eine Binde um den Arm, das sind 3 orangene Punkte drauf und die Menschen gehen vorbei. Niemand wirft irgendetwas in diesen Hut. Nach einiger Zeit
ergreift er das Hosenbein von einem, der auch vorbeigeht, ohne ihm was zu geben, und sagt, warum gibst du mir nichts? Der Mann sagt, ich bin ein Dichter, ich habe selbst nichts. Und dann bleibt er stehen, überlegt einen Augenblick und sagt, ah, Moment, ich kann dir vielleicht etwas geben, das mehr wert ist als alles Geld, was ich dir hier reinwerfen könnte. Und er nimmt das Schild hoch, dreht es um, er schreibt etwas auf die Rückseite, er setzt es wieder ab, er wartet. Es dauert wenige Minuten und die Menschen fangen an, Geld in diesen Hut zu werfen. Spätestens an dieser Stelle weiß ich, habe ich ihre ganze Aufmerksamkeit, weil sie sich fragen, ob man das zu einer Geschäftsidee für Dresden ausbauen kann. Und es gibt bereits Geschäfte, die so arbeiten, aber man sieht also zu, wie das Geld in diesen Hut fällt und irgendwann sagt der Blinde, bitte sag mir, was hast du auf dieses Schild geschrieben? Und der Mann nimmt das Schild hoch und er sagt, hier steht, der Frühling wird kommen, aber ich werde ihn nicht sehen. Und das Evidente an diesem Beispiel ist, dass das eine Informationsvermittlung ist blind. Die schafft eine Situation, aus der sie sich sofort herausbewegen können. Sie erblinden nicht, wenn sie blind gelesen haben. Aber sie erblinden in dem Augenblick, wo jemand ihnen sagt, der Frühling wird kommen, aber ich werde ihn nicht sehen. Sie werden in einer Weise angefasst von diesem Satz. Sie selbst werden verändert in dem Augenblick. Sie werden in eine Erfahrung gezwungen, die wird ihnen aufgedrängt. Und in dieser Form der Evidenz, die die Erfahrung der Blindheit bekommt, also eigentlich in einem Akt der Assimilation, der Voraussetzung für ihr Engagement werden kann, in diesem Akt ist tatsächlich etwas wie Erfahrung herzustellen, die Voraussetzung dafür, dass sie etwas wie Engagement, tätige Mithilfe, Caritas, Fürsorge zeigen können. Auch jene Selbstlosigkeit, die ihnen erlaubt, die Brücke zu begehen, die vom einen zum anderen führt. Die Notwendigkeit, das zu tun, ist letztlich etwas, was diese gesamte Gesellschaft als ein zumindest potenziell solidarisches Kollektiv zusammenhält. Es wird immer wieder notwendig sein, die Erfahrbarkeit von Dingen zu betonen und dadurch sie als eine Vorlage für unser praktisches Handeln, für unser Engagement zu deuten. Ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel, eines, das mich sehr beeindruckt hat und das auch aus der Welt der Kultur kommt. Ich verdanke diesen Fall Peter Ustinov. Peter Ustinov hat neben vielen Dingen, die er gemacht hat, auch Dokumentarfilme gedreht, genau drei. Der zweite dieser Dokumentarfilme ist ein Film über Indira Gandhi. Ustinov begleitet Indira Gandhi etwa ein Jahr lang. Er sieht sie auf Marktplätzen auftreten, sie ist Premierministerin und er sieht sie in Wahlkämpfen und er sieht sie in privaten Situationen, aber er wartet auf ein großes Interview, das sie ihm geben wird. Und dieses Interview wird diesen ganzen Film zusammenbinden, weil, wie man das im Dokumentarfilm häufig macht, man diese sogenannten O-Töne dann unter Bilder schneiden kann. Die Szene, in der dieses Interview geführt werden soll, sieht vor der Kamera so aus. Sie sehen Peter Ustinov, in meiner Erinnerung trägt er einen hellen Anzug. Sie sehen ihn in einer Art Säulenhalle stehen. Und er richtet sich direkt an sein Publikum, das er hinter der Kamera vermutet. Und er sagt, meine Damen und Herren, ich stehe im Garten von Indira Gandhi. Es sind Vögel in den Bäumen. Es stehen Wachen in den Arkaden. Alles ist ganz friedlich. Gleich werde ich die Premierministerin treffen und werde mit ihr all das besprechen, was sich in diesem Jahr in mir versammelt hat. Plötzlich hört man im Hintergrund Geräusche. Die Geräusche werden relativ laut, sodass er sie kommentieren muss. Und er sagt, ich höre hinten Geräusche, irgendetwas scheint aus der Ordnung gefallen zu sein. Ich glaube nicht, dass es etwas Dramatisches ist. Die Kamera blendet ab. Sie haben plötzlich Schwarzbild. Die Kamera blendet wieder auf. Peter Ustinov steht exakt an der Stelle, er trägt exakt diesen Anzug. Er sagt, ich muss Ihnen gestehen, als ich eben sagte, es wird nichts Dramatisches passiert sein, habe ich mir selbst nicht geglaubt. Die Vögel sind noch in den Bäumen, aber die Wachen stehen nicht mehr unter den Arkaden. Auf Indira Gandhi ist soeben geschossen worden. Und dann setzt er seine Erzählung fort und was wenige wissen, ist, dass Indira Gandhi erschossen wurde auf dem Weg zu einem Interview mit Peter Ustinov. Dass er also an dieser Schlüsselstelle der Zeitzeuge war, der dieses einzigartige Ereignis beglaubigen konnte. Und was macht dieser Mann? Er geht nicht wie Spiegel TV mit der Kamera hin und sucht eine Blutlache, sondern er
bleibt in der Diktion des literarisch sprechenden Menschen. Und meine halbe Bewunderung für das Gesamtwerk von Peter Ustinov geht in diesen Satz: Die Vögel sind noch in den Bäumen. In diesem Augenblick die Kontenance zu haben, die Selbstbeherrschung zu haben, nicht dem Augenschein zu vertrauen, sondern der Vermittlung von Erfahrung in der minutiösen Rekapitulation einer Situation, die sich ins Dramatische verändert hat, auf ihrer Schauseite aber fast dieselbe geblieben ist. Das zeigt Größe. Das zeigt auch die Größe eines moralischen Reflexes in diesem Augenblick. Das ist tatsächlich etwas hoch, wie ich finde, hochbesonderes. In diesem Augenblick wird das Verhalten von Peter Ustinov geradezu zu einem Impuls, einer veränderten Praxis, zu etwas, was wir selber auch als richtbildlich annehmen könnten, weil sich in solchen Fällen gewissermaßen die Passepartouts für ein mögliches Verhalten abbilden. Die sind tatsächlich, wir sagen lieber vorbildlich dazu, aber sie sind tatsächlich etwas, dem im persönlichen Verhalten nachzueifern wäre. Und zwar auch in dem Sinne, in dem es Situationen gibt, in denen genau das Gegenteil passiert und wir eigentlich in der Darstellung dessen, was mangelhaft ist oder was unserem Empfinden widerspricht, sich etwas Vergleichbares abbilden kann, sodass wir gerade in der Feststellung dessen, was nicht sein soll, unseren Handlungsimpuls begründen. Nehmen Sie folgendes Beispiel dafür. Der grandiose Erzähler Giacomo Casanova, der zu Unrecht dafür bekannt ist, dass er Frauen verführt hat. Denn die Casanova-Forschung hat herausbekommen, in 40 Jahren hat er 120 Frauen verführt. Dazu kommen Prostituierte, die sind dort schon eingeschlossen. Also das ist der, sagen wir mal, durchschnittliche Verbrauch eines Dresdner Bürgers. 3 Frauen pro Jahr, ungefähr. Ja, das ist jetzt nicht, also das ist jetzt nichts, wofür man Sie jetzt als Casanova bezeichnen würde. Ich meine nicht Sie, ich meine Sie. Das ist gewiss nicht das, wofür er berühmt sein sollte. Er ist ein grandioser Erzähler, hat die Fähigkeit, Frauen schön zu sehen. Er hat Frauen schön gesehen, die ihn betrogen haben. Und er beschreibt die Begegnung mit diesen Frauen trotzdem noch einmal so, als sei alles reines Versprechen und würde irgendwann im ewigen Elysium sich aufheben. Und diese Fähigkeit, Frauen schön zu sehen und die Situation der Verführung schön zu sehen, die ist, glaube ich, etwas, was ihn bedeutend machen könnte. Dieser Mann sitzt eines Tages in einer Kutsche. Er ist 70 Jahre alt, als er seine Memoiren beginnt zu schreiben. Er sitzt in einer Kutsche, ihm gegenüber eine junge Frau, die einen Säugling an die Brust führt. Der Säugling wird an die Brust geführt, ein paar Tropfen Muttermilch werden verspritzt. Der Casanova schreibt: Daraufhin sprang ich hinzu und leckte die Tropfen ab. Wir lachten über das heitere Schauspiel der Natur. Man denkt sich, dieser Mann hätte in Amerika ein Schild im Vorgarten. Dies ist ein notorischer Brustablecker bei Frauen. Das heißt, wenn das die moralische Konvention ist, die damals erlaubt war im 18. Jahrhundert, dann ist es zumindest eine sehr viel libertinere als unsere. Und dann heißt es bei Casanova, und dann hieb ich meine Zähne hinein. Punkt. Damals hatte ich noch Zähne. Das bedeutet, die Form der Empathie richtet sich in diesem Augenblick selbst im Stile der Selbstironisierung gegen die eigene Person. Dieser selbe Mann, der also das kann in Bezug auf andere, deshalb das Beispiel der Frauen, in Bezug auf sich selbst, deshalb das Beispiel mit den Zähnen, dieser Mann beschreibt eines Tages, wie ein Bettler vor der Pariser Oper einen Baron de Maison Rouge am Rockzipfel passt. Der Baron, der aus der Oper kommt, und Sie wissen, dass man damals in der Oper zwischen den Gängen aß, und zwar mächtig aß, manchmal auch während der Vorstellung. Dieser Baron geht in seine Kutsche, wirft sich vollgefressen, wie er ist, in die Kutsche, hat seinen Bauch, hat halbgeschlossene Augen und er kann sich nicht mehr lassen, so vollgefressen ist er. Und der Bettler rennt neben der Kutsche her und sagt: Sire, helfen Sie mir, ich verhungere. Und daraufhin öffnet er seine Augen zu Schlitzen und sagt: Da hast du aber Glück, Freundchen. Und Casanova erzählt diese Geschichte als einen Witz. Und mir geht es so, wie es Ihnen gegangen ist. Man erstarrt, wenn man es liest, weil man sich so schnell nicht einverstanden mit dieser Situation erklärt. Und weil das Aufheben dessen, womit wir uns nicht einverstanden erklären, so notwendig für das ist, was uns als gesellschaftliche Individuen bezeichnet. Unser Engagement existiert auch als ein Verhalten zu dem, was uns unerträglich scheint. Die Kritik dieser Situation, die Kritik dieses Mannes, die Abspaltung aus einer Welt, die das
honorig findet oder komisch oder routiniert oder selbstverständlich. Das heißt, eine Funktion, die wir haben werden, wird immer auch die sein, dass wir unsere Mangelerscheinungen, unsere Mangelerfahrungen, dass wir das, was uns fehlt, und ich könnte sagen, ich gucke in diesen Saal und ich kann überall sehen, wie die Gesichter sich durch bestimmte Erfahrungen des Mangels, sei es der Kritik oder der Empörung, der Bitterkeit, des Drogenabusus, der Psychopharmaka, der kosmetischen Chirurgie, alle dieser verschiedenen Formen, in denen wir auf bestimmte Symptome des Mangels reagieren, wie sich all das in einen Impuls des, wenn wir wollen, kritischen, des Einspruchs, des Protests, des Widerstandes, des Nicht-Einverstandens, der Verweigerung, dass sich das in allen diesen Formen niederschlägt. Es gibt, um ihn noch einmal zu zitieren, einen Satz von Friedrich Hebbel im Tagebuch, ein großer Tagebuchautor des 19. Jahrhunderts, auch Dramatiker. Und er schreibt an einer Stelle, und das ist ein merkwürdig und vor allen Dingen zunächst mal ganz transzendent wirkender Satz, er schreibt, der Finger, der schmerzt, individuiert sich. Soweit, so gut. Wir verstehen, ein Finger ist erst in dem Augenblick für uns alle bewusst, wo er schmerzt. Gott sei Dank merken die meisten von uns ihre Finger nicht. Das liegt einfach daran, dass die nicht schmerzen. Und dann schließt er an, könnten wir nicht in diesem Sinne die Schmerzen Gottes sein? Das ist ein abgründiger Gedanke. Denn er heißt, und Sie brauchen dazu nicht gläubig zu sein, er heißt eigentlich, wenn es etwas gibt, wie etwas Überlegenes, Großes, Ganzes, Chaotisches, bei sich Seiendes, wenn es das gibt, dann wären wir alle Individuen durch eine spezifische Form Leiden zu empfinden. Jede und jeder einzelne von uns wäre auf eine sehr individuelle Form kontingent von Leiden, von einer bestimmten Art Lieblosigkeit zu empfinden, bitter geworden zu sein, vereinsamt zu sein, innerlich verwüstet zu sein, was immer. Und diese unterschiedlichen Formen der Vereinzelung machen die Anstrengung, von der ich am Anfang sprach, Brücken zu schlagen, Einsamkeit zu überbrücken, so zwingend. Und weil diese Brücken nur beschritten werden können, wenn wir mit diesen verschiedenen Formen des Hinüberreichens unserer Kommunikation präzise sind, weil das so ist. Deshalb sind alle Kulturanstrengungen auch solche Anstrengungen, die unseren Mangel bearbeiten, die eine Antwort sind auf das, was schmerzt. Und wenn man diesen Gedanken weiterdenkt, dann wäre es so, dass all unser Kritisieren sich unter anderem niederschlagen kann in einer veränderten Form der Praxis, in einer veränderten Form, uns zur Welt zu verhalten. Und genau in dieser Form bildet sich Engagement ab. Dann ist eben der Versuch, das Leiden irgendwo anders zu mildern, ist etwas, was im Kern fast eine Kommunikationsanstrengung ist. Etwas ist, das Brücken schlägt, weil es die Conditio Humana, also das, was ist, was zwischen uns Status quo geworden ist, bearbeitet, verbessert, im besten Falle verbessert. Weil Herr Löbers am Anfang den Dalai Lama genannt hat, ich habe einmal einen Film über den Dalai Lama gedreht und habe im Norden Indiens bei einer Klosterweihe am Straßenrand oben im Gebirge gesessen. Und es kamen die Leute aus dem alten Ladakh, die waren zum Teil 3 Wochen unterwegs, um zu dieser Klosterweihe zu kommen. Und ich sitze da. Und ich bin nervös, weil ich der Einzige war, der jetzt gleich 1,5 Stunden seine Heiligkeit, den Dalai Lama, noch dazu in seinen Verhältnissen, in seinem Kloster würde begrüßen dürfen und interviewen dürfen. Und es kommt ein alter Mann aus dem Ladakh zu mir und fragt, warum ich nervös aussehe. Und ich sage, ich werde gleich seine Heiligkeit treffen. Und dann sagt er mir auf eine ganz schlichte Weise, sagt er, mach dir keine Sorgen. Seine Heiligkeit möchte immer, dass es einem nach der Begegnung mit ihm besser geht als vorher. Und genau so habe ich das Gespräch dann auch empfunden. Und genau daraus lässt sich das einfachste Lebensprinzip gewinnen, was jeder Bäckerin, jeder Krankenschwester, jeder Steuerfahnder gegenüber, na dem vielleicht nicht, aber den allen anderen gegenüber immer zeigen können. Sie können in einem Kulturraum, in dem das verbindlich gefunden wird, und ich könnte jetzt zum Beispiel die
Weltstadt Bangkok nennen, in der das tatsächlich verbindlich ist, den Versuch machen, das Allgemeingefühl immer durch eine bestimmte Form des eigenen Verhaltens anzuheben. Und ich habe dem Dalai Lama eine Reihe von sehr schwer verständlichen Fragen gestellt. Das ging los bei, ob er auch als Frau wiedergeboren werden könnte, und er lehnte das nicht ab, ob ihm nicht der Sex fehle, und er sagte, ja, er wüsste wirklich gerne mal, was das für eine Erfahrung ist, von der immer so viel geredet wird. Oder ob er schon mal einen Film mit Richard Gere gesehen hatte, und er sagte, nein, aber mein Herr habe ihm auch gesagt, von einem Mönchsgesichtspunkt aus seien das keine wertvollen Filme. Also, das heißt, in diesem Augenblick ist der Versuch, das Empathische zu übertragen, zu einer Steigerung des Lebensgefühls anderer zu machen. In diesem Akt der Selbstlosigkeit weist dieser Akt regelrecht wieder auf einen selbst zurück. Es wird aber dann in diesem Engagement nötig sein, dem Ganzen auch seine gesellschaftliche Bedeutung durchaus zu geben und auch eben dieses andere unter Umständen mit der Fähigkeit der Courage zu verteidigen, der Fähigkeit, sich selber zu schaden, der Fähigkeit, gegen Mehrheiten zu stehen, der Fähigkeit, Demokratie nicht zu verstehen als die Herrschaft der Mehrheit, sondern als den Schutz der Minderheit unter dem Protektorat der Mehrheit. Ein Parteinehmen. Ein Parteinehmen für Minderheiten dieser Art. Ich könnte Ihnen, und Sie sehen, dass ich versuche, diese Gedanken auch dann jeweils zu bebildern. Ich könnte Ihnen sagen, und das ist mir auch unvergesslich geblieben, ich habe vor vielen Jahren mal einen Vortrag gehalten zur Kritik des Fernsehens. Ich hielt ihn bei Bertelsmann, vielleicht der falsche Ort. zumal ich dort einen Manager kennenlernte, der über ein Buch sagte, das Buch wird vom Lesen auch nicht besser. Jedenfalls hielt ich einen Vortrag zur Kritik des Fernsehens, und was ich unter anderem zu kritisieren hatte, war eben, dass das Fernsehen in so vielerlei Hinsicht Oberflächenarrangements vornimmt, dass es kein Medium ist, in dem sich die Gesellschaft in ihren disparaten Einheiten wiedererkennen kann, reflektieren kann. Was für unglaubliche Möglichkeiten hätte man im Fernsehen, wollten wir uns wirklich in ihm erkennen, die verschiedenen disparaten Gruppen einer Gesellschaft in Kommunikation miteinander zu kommen. All das, was wir irgendwie weitläufig dem Aufklärungsgedanken unterstellen können. Also ich klagte darüber, dass das nicht sei. Danach gab es einen Empfang im Garten des damaligen Bertelsmann-Chefs. Er stand neben mir, er legte die Krawatte ab, alle anderen legten die Krawatte ab. So viel zur Courage. Es stand dann ein Medienmanager aus Amerika, ich weiß nicht, wie er hieß, Johnson oder so, eine der großen Masterminds, und der Chef des Unternehmens, damals war es Middelhoff, fragte diesen Mr. Johnson, haben Sie seine Rede gehört? Did you listen to his speech? Und er sagte, sorry, I missed it. Er konnte nicht dabei sein. What was it about? Und daraufhin sagte Middelhoff, Content, also Inhalt. Und Mr. Johnson wendete sich an mich und sagte, and, are you for or against? Und verstehen Sie, das war der Status quo der Unterhaltung für Massenmedien. Nämlich sich zu fragen, sind Sie für Inhalte? Dann gehören sie zu denen, die uns noch Schwierigkeiten machen. Denn man muss doch wirklich begreifen, dass es nicht mehr um Inhalte geht. Oder haben sie endlich begriffen, dass das alles Schaufensterdekorationen sind, die wir ausbreiten. Und dass wir eigentlich nur noch bei Nationalsozialismus und Kinderpornografie pingelig werden. Antisemitismus noch. Aber sind eigentlich die drei letzten Rückzugsgebiete, auf denen wir noch moralisch empfinden und plötzlich uns empören. Also da geht es dann plötzlich um Inhalte. Das ist ein sehr, sehr spezialisierter Blick auf das, was gesellschaftlich notwendig verbesserbar wäre. Und ich erinnerte mich im selben Augenblick, weil ich den Nationalsozialismus zumindest an dieser einen Stelle erwähne, an eine Geschichte, die mir ein großer alter deutscher Verleger, der inzwischen gestorben ist, erzählt hat. Und zwar war er ein Kind, als er im Konzentrationslager erlebte, wie die Befreiung stattfand. Und er wird aus diesem Lager rausgeführt. Das ist eine vollkommen tonlose Geschichte. Die Pointe existiert nicht. Er wird aus dem Lager herausgeführt. Der Junge ist klein, 8, 9 Jahre. Und es geht ein älterer Häftling neben ihm. Und das Tor geht auf. Und sie sehen eine Delegation des Ortes mit einem Musikzug ihnen entgegenkommen. Und es sind ein paar Honoratioren des Ortes da. Und sie kommen auf diese Häftlinge zu. Und der alte Häftling wendet sich zu dem Jungen und sagt ganz tonlos, ach, jetzt kommt das. Und in diesem einen Stoßseufzer war all das drin, nämlich unsere Geschichte unverbindlich zu erinnern, unsere Rituale, die Rituale des Gedenkens sind, unser vages Erinnern und präzises Vergessen.
In dem Augenblick, wo Erinnerung verbindlich hergestellt werden soll, in dem Augenblick, wo die Erfahrungssituation von Häftlingen, von Opfern tatsächlich wie etwas Eigenes behandelt werden soll. In dem Augenblick, wo wir nicht mehr mit einer entfremdeten, arbeitsteiligen Innerlichkeit eine Sensibilität für Bücher haben und eine für Guantanamo-Häftlinge und eine für KZ-Überlebende und das alles nebeneinander behandeln, als gäbe es keine Verbindung zwischen diesen verschiedenen Gebäuden, die uns alle abverlangen, dass wir die Flure dazwischen begehbar machen. Es gibt bei Peter Weiß in der Ermittlung, das ist ein Buch, das ich jedem empfehlen würde, der jemals auf 150 Seiten wirklich sich beschäftigen möchte mit der Bewältigung des Nationalsozialismus, entstanden aus Protokollen der Nürnberger Prozesse. Da gibt es ein Verhör des sogenannten Bunker Jakob. Der Bunker Jakob ist ein sogenannter Funktionshäftling, dessen Aufgabe es war, die Juden an die Rampe zu führen und letztlich zu ihrem Tod beizutragen. Und dieser Bunker Jakob wird gefragt, warum haben Sie diese Tätigkeit niemals in Frage gestellt? Und der Bunker Jakob erwidert, es war nicht meine Aufgabe, das in Frage zu stellen. Das ist der Inbegriff von Entfremdung. Der Inbegriff einer Entfremdung und deshalb sage ich einer arbeitsteiligen Innerlichkeit, eines Menschen, der auf der einen Seite eine Beethoven-Symphonie lieben kann und der auf der anderen Seite sagt, die Legitimität meines eigenen Handelns ist nicht mehr etwas, wofür ich verantwortlich bin. Wenn ich will, könnte ich sagen, hier ist er nicht mehr das Subjekt seiner selbst. Er bestimmt nicht mehr über sich, sondern er lässt zu, dass er auf diese entfremdete Form von anderen gesagt bekommt, wie die Legitimität seines Handelns einzuschätzen sei. Wenn man das zur Maxime des eigenen Handelns macht, dann hat man die Verantwortung für seine eigene Subjektivität bereits delegiert. Man hat sie bereits abgegeben. Und deshalb kann man aus einem solchen Moment, auch wenn wir alle glücklicherweise in dieser Situation nicht sind, man kann aus diesem einen Beispiel ablesen, dass es notwendig ist, dass wir so weit Individuen sind, dass wir uns begründen können in dem, was wir tun. Dass wir die Rechtfertigung unseres eigenen Arbeitens, Redens und Schweigens selbst übernehmen. Und dass in dem Augenblick das Reden gegen etwas, das Reden für etwas, das Kräfte generieren im Sinne eines wie immer geachteten, von uns als gut verstandenen, dass diese Dinge notwendige gesellschaftliche Baukräfte einschließen. Und dass in dem Augenblick auch unser Schweigen zu einem Handeln eigener Art wird, auch zu einem Engagement der subversiven Art, weil es die stillste Art ist, engagiert zu sein, schlicht gar nichts zu sagen. Es hat mir einmal ein Journalist aus Vietnam, der in einem Gefängnis im Irak während des Irakkrieges gewesen ist, erzählt, dass er vom Gefängnis, es tut mir leid, dass das eine drastische Geschichte ist, er hat mir erzählt, dass Saddam Husseins Leute die Häftlinge gefoltert hätten neben einem Hühnerhof. Und sie haben so lange gefoltert, bis der Hahn schrie. Wenn die Schreie der Gefolterten den Hahn zum Schreien brachten, hörten sie auf. Wenn der Hahn nicht schrie, dann folterten sie bis zum Tode. Und manchmal habe ich gedacht, wir haben etwas von diesem Hahn. Wir sind so willkürlich in der Art, wie wir Engagement aufwenden und aussetzen. Wie wir unsere Empathie auf Leute, die in diesem Augenblick immer noch nach 10 Jahren gefoltert werden in Guantanamo, aussetzen. Wie wir unsere ganze Guido Knoppsche Sensibilität auf die Bearbeitung von Vergangenheit richten, aber bestehenden Lagern gegenüber mit merkwürdiger Indifferenz reagieren und sie einfach geschehen lassen, weitermachen lassen und uns zu keiner vehementen Handlung dagegen hinreißen lassen. Das heißt, in diesem Augenblick wäre das, was uns abzuverlangen wäre, eine kontinuierliche Persönlichkeit zu sein. Eine, die gewisse Phasen unserer Vergangenheit mit derselben Intensität betrachtet und ihre Maximen für die Gegenwartspraxis aus ihr ableitet. Das wäre tatsächlich in diesem kritischen, widerstreitenden Sinne etwas, das man Engagement nennen würde. Und dieses Engagement bringt die gesamte Subjektivität hinter die Handlung. Und diese Handlung wird eine sein, die sich selber verantworten kann und die irgendwo abgeleitet ist von einem Individuum, das sich selber als mündig erkennt. Mündigkeit ist eine Emanzipation vom infantilen Bann, ist etwas, das sich
aus der Handlung dessen, der bloß das Objekt der Verhältnisse ist und immer noch ich sagen möchte, der dem widerspricht. Mündigkeit ist die Antwort auf den Satz von Adorno, bei manchen Menschen ist es schon eine Unverschämtheit, wenn sie ich sagen. Das heißt, der Versuch, diesem Ich etwas zu geben, das nicht alleine unverbindlich ist, sondern das tatsächlich eine Relevanz hat, das tatsächlich etwas Unbequemes, Widerstreitendes, Nicht-Konformes bekommen kann. Das alles, glaube ich, ist unter diesem Begriff eines Engagements und einem Begriff eines individuellen Engagements zu verstehen. Wenn Sie alle, und ich werde jetzt einen Weg finden, irgendwie zum Schluss zu kommen, und es könnte ja, ja, vielleicht finde ich den Weg auch nicht. Und wenn Sie alleine zu dieser Ankündigung schon klatschen, dann werde ich Ihnen jetzt erstmal, dann setze ich das jetzt erstmal aus. Ich möchte zumindest zwei Dinge noch sagen. Erstmal Ihnen einen Satz von Hannah Arendt vorlesen, die vieles von dem zusammenfasst, worum es hier gegangen ist. Nämlich, sie sagt, es waren nie die Erniedrigten und Beleidigten selber, sondern diejenigen, die nicht erniedrigt und beleidigt waren, es aber nicht ertragen konnten, dass andere es waren, die die Revolutionen geführt haben. Nur haben sie sich geniert, ihre moralischen Motive zuzugestehen. Und diese Scham ist alt. Das heißt, wir haben diese Scham, moralisch zu reagieren im Augenblick, wo wir mit etwas kategorisch nicht einverstanden sind und dem ein entsprechendes Sprachrohr geben, wo wir in einem sehr antiken Sinne Zoon Politikon sind, als die Individuen, die die Verantwortung für das Gemeinwesen gemeinschaftlich tragen. Und so pathetisch das alles ist, so wenig man diesem Pathos entkommen kann. So notwendig ist es, weil es bestimmte gesellschaftliche Tugenden gibt, die wie Anästhesien wirken können. Wie chloroformiert wirken wir, wenn wir etwas wie die Toleranz grundsätzlich zum höchsten Wert erheben. Wenn Toleranz heißt, Indifferenz gegenüber Inhumanem, wenn Toleranz nur heißt, die Anerkennung dessen, was ja irgendwie geschieht und das wir irgendwie dulden, dann ist es ein inhumaner Wert. Toleranz Nationalsozialismus gegenüber ist inhuman. Und es gibt keine Form der Beschönigung dabei. Es wird selbst ein solcher notwendiger gesellschaftlicher Wert wie Toleranz immer wieder darauf zu befragen sein, in welcher Hinsicht er Engagement verhindert. Und denken Sie, dass selbst Goethe irgendwann in den Eckermann-Gesprächen sagt, er verbitte sich, den zweideutigen Titel, ein Freund des Bestehenden zu sein. Wo sind diese Kräfte hin? Die Kräfte, die sagen, man ist mit bestimmten Dingen nicht einverstanden und man gibt diesem Nicht-Einverstanden-Sein eine Sprache. Wo ist dieses unmittelbare Agieren gegen gesellschaftliche Zwänge hin, die uns in so vielen Fällen der jüngeren Geschichte abnötigen würden, aktiver zu sein? Vielleicht, weil wir auf eine gewisse Weise diesen Anästhesien gefolgt sind, weil eine Rhetorik der Einschläferung uns dazu gebracht hat, ohnehin hilflos und wirkungslos uns zu verstehen. Weil wir nicht mal angefangen haben, unseren Konsum so zu dirigieren, dass er die moralische Entscheidung tatsächlich offenbar macht, die dahinter stehen sollte, indem wir bestimmte Dinge nicht konsumieren. Und dazu gehören nicht nur die, für die Daniela Katzenberger Werbung macht, sondern grundsätzlich für Dinge, deren inhumane Entstehungsformen wir erkennen können und wo wir tatsächlich die Hoheit haben und wo wir die Möglichkeiten hätten, zumindest in jenen eingeschränkten Formen, in denen das denkbar ist, tätig zu werden. Und lassen Sie mich nur mit zwei Dingen will ich enden. Das eine ist, es ist bei allem, was ich hier sage, das leider vorschmeckende Element, das, was lehrhaft ist, was didaktisch ist, womit ich versuche, Sie zu bewegen und womit ich Ihnen unter Umständen auf die Nerven gehe, dass das etwas ist, das in der Literatur, in der Kunst immer am schnellsten verwittert ist. Es waren immer die Botschaften, immer die Maximen, von denen man sich am schnellsten getrennt hat. Es gibt eine große Verlegenheit in der Kunst vor dem, was zeigend war. Die Ethnologie sagt, Zeigebewegungen sind zu kurz geratene Greifbewegungen. Es gab immer in Texten etwas, das nichts war als Text, was nicht sein wollte als Gestalt, als Form, als Bild, als Klang. Die erste große Kunstballade, die in Deutschland geschrieben wurde, noch im 18. Jahrhundert, die hat eigentlich ein Aufklärer geschrieben namens Gottfried August Bürger, es war die Lenore.
Die Lenore ist eine 33-strophige Kunstballade, die um das Hadern einer jungen Frau mit dem Tod ihres im Krieg zurückgebliebenen Verlobten beschreibt. Und sie hadert und sie zerringt den Busen und die Mutter eilt herzu und sagt, du darfst nicht gegen Gott dich verstoßen, indem du derartig gegen ihn auftrittst. Und die Tochter sagt, oh Mutter, Mutter, hin ist hin, verloren ist verloren und wahre Welt und alles hin. Oh, wär ich nie geboren, lisch aus, mein Licht auf ewig aus, stirb hin in Nacht und Kraus. Ohn ihn mag ich auf Erden, mag dort nicht selig werden. Und dann heißt es bei Bürger, so wütete Verzweiflung ihr in Gehirn und Adern. Sie fuhr mit Gottes Vorsehung vermessen fort zu hadern, zerschlug den Busen und zerrang die Hand, bis auf am Himmelsbogen die goldenen Sternlein zogen. Und außen horchte der Pfortenring, ganz leise, lose, klinglingling. Dann kamen durch die Pforte vernehmlich diese Worte. Holla, holla, wach auf, mein Kind, schläfst, Liebchen, oder wachst du? Wie bist noch gegen mich gesinnt und weinest oder lachst du? Ach, Wilhelm, du, so spät bei Nacht, geweinet hab ich und gewacht. Ach, großes Leid erlitten, wo kommst du hergeritten? Wir satteln nur Mitternacht, weit ritt ich her von Böhmen. Ich habe spät mich aufgemacht und will dich mit mir nehmen. Ach, Wilhelm, wolltest 100 Meilen noch mich heut ins Brautbett tragen und horch, es brummt die Glocke noch, die 11 schon angeschlagen? Sehen sie her, der Mond scheint hell, wir und die Toten reiten schnell, ich bringe dich zur Wette, noch heut ins Hochzeitsbette. Schön Liebchen schürzte, sprang und schwang sich auf das Ross behende, wohl um den trauten Reiter schlang sie ihre Lilienhände und hurre, hurre, hopp, 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 ging fort in sausendem Galopp, das Ross und Reiter schnoben und Kies und Funken stoben. Wie flog, was rings der Mond beschien, wie flog es in die Ferne, wie flogen oben überhin der Himmel und die Sterne. Kraut, Liebchen, auch der Mond scheint hell, hurra, die Toten reiten schnell, Kraut, Liebchen, auch vor Toten, oh weh, lass ruhen die Toten. Ich sehe, sie sind schon sediert. Warum ich Ihnen das vorführe, nicht weil ich es kann, sondern ich kann es wirklich nicht komplett, aber weil etwas Einzigartiges passiert und deshalb steht es zu Recht gegen Schluss dieses Monologs. Es passiert etwas Einzigartiges, weil ein Aufklärer, ein Mann, der bis dahin alles auf Rationalität reduziert hat, plötzlich anfängt, die Fantasie des Volkes, den Aberglauben, das böse Wiederkehren von verdrängten Inhalten, die Gerippe, die auf einem Pferd durch die Nacht reiten, um mit einer ungemeinen Beschleunigung so darzustellen, dass der Text von sich selber mitgerissen ist. Bürger schreibt an dieser Ballade ein halbes Jahr lang. Er konnte nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr daran schreiben, weil es ihn selbst so gruselte. Er hat nach diesem halben Jahr sich auf ein Pferd gesetzt und ist zu seinen Freunden vom Göttinger Hain, das war ein Dichterbund, geritten und hat ihnen das vorgetragen. Und alle deutschen Kunstballaden kommen nach dieser Ballade, der Erlkönig, die, was immer sie wollen, alle goetheschen, schillerschen Balladen kommen nach diesem Text. Und was ist besonders? Dass er den Text schreibt mit dieser ungemeinen Präzision. Hören Sie nochmal diese Zeile. Und horch, es brummt die Glocke noch, die 11 schon angeschlagen. Das heißt, er hört den Klang dieser Glocke im Augenblick, wo er nicht den Klang isoliert, sondern den Nachhall. Und dann geht es durch die Nacht an der Seite dieses oder hinter diesem Reiter. Und dann heißt es gegen Ende des Gedichts, und hurre, hurre, hopp, 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 ging es fort im Sausen und Galopp, das Raus und Reiter schnoben und Kies und Funken geschoben. Wie flog, was rings der Mond beschien, wie flogen oben überhin der Himmel und die Sterne, graut, Liebchen auch vor Toten, das war das, was ich eben zitierte. Dann heißt es, rasch vor ein eisern gitternden Tor ging es mit verhängtem Zügel, mit schlanker Gerd ein Schlag davor, zersprengten Schloss und Riegel, die Flügel flogen klirrend auf und über Gräber ging der Lauf. Es grinsten Leichensteine rundum im Mondenscheine. Des Reiters Kollers Stück für Stück fiel ab wie Mürberzunder. Zum Schädel ohne Zopf und Schopf, zum nackten Schädel wurd sein Kopf, sein Körper zum Gerippe mit Stundenglas und Hippe. Hoch bäumte sich, wild schnob der Rapp und sprühte Feuerfunken und hui! Was unter ihr hinab verschwunden und versunken. Geheul, Geheul aus hoher Luft, Gewinsel kam aus tiefer Gruft, Lenorens Herz mit Beben hing zwischen Tod und Leben. Nun heulten nun am Gitterkranz die Geister eine Weise und heulten diese Weise irgendwas. Geduld, Geduld, wenn's Herz auch bricht, mit Gott im Himmel hadre nicht, des Leibes bist du ledig, Gott sei der Seele gnädig. Warum dies Gedicht? Das ist das Letzte. Das ist der törichtste Schluss, den Sie sich vorstellen können für diese grandiose Ballade, die mitgerissen von sich selbst immer dann groß ist, wenn sie keine Botschaft hat, wenn sie nichts sagen will, als hier reitet jemand durch die Nacht,
im vollen Bewusstsein des Aberglaubens, des Gespensterglaubens, den man so lange durch die Aufklärung bekämpft hatte. Und in dem Augenblick, wo ich eine Legitimation brauche, dieses Gedicht geschrieben zu haben, komme ich zum dümmsten Leitsatz, den man sich vorstellen kann. Geduld, Geduld, wenn's Herz abbricht, mit Gott im Himmel hadre nicht, des Leibes bist du lebig, Gott sei der Seele gnädig. Das ist einigermaßen geistig unbeschenkt. Und daran sieht man, dass einfach die größte Verlegenheit vor dem war, was die ästhetische Gestalt in eine Handlungsmaxime, also in ein Engagement übersetzt hat. Diese tiefe Verlegenheit vor der Botschaft, vor der Handlungsmaxime ist es, die dieses Gedicht am Ende doch noch scheitern lässt, aber nur in diesem Schlusssegment. Und wenn Sie jetzt noch nehmen Fritz Langs Film M, eine Stadt sucht einen Mörder, wo am Ende ein Verbrechertribunal unter Umgehung der Polizei gegen einen psychisch gestörten Kindermörder auftritt. Und die amerikanischen Produzenten sagten, was ist das denn? Wo ist denn die Polizei? Die Polizei ist marginalisiert. Die Unterwelt sitzt zu Gericht über einen Psychopathen. In dem Augenblick haben die Produzenten gesagt, diesen Film können wir so nicht ausstrahlen. Er muss eine Maxime haben. Und wenn Sie den Film heute in der Originalfassung hören, dann werden Sie im Abspann hören können, dass eine Frauenstimme sagt, und wir, liebe Eltern, passen immer gut auf unsere Kinder. Die Botschaft, will ich damit sagen, ist, wenn man sie nur verfolgt in dem, was an ihr diskursiv ist, häufig das am stärksten kompostierte, altgewordene, unverbindliche an Texten. Das, was sie an Erfahrungsvermittlung leiten, was ihre empathischen Prozesse angeht, darin ist sie häufig am frischesten, am verbindlichsten für uns und macht am Ende diese große Spanne begehbar zwischen dem, was wir kritisieren an der Welt, womit wir nicht einverstanden sind, was unser tätiges Engagement weckt, und jenem transzendenten Satz von Immanuel Kant in dem Wort zum ewigen Frieden, wo es heißt, beim Anblick der Unglücke, die den Menschen nicht alleine aus Naturursachen drücken, sondern die er sich selbst zufügt, erheitert sich doch das Gemüt bei der Vorstellung, es könne künftig besser werden, und zwar mit uneigennützigem Wohlwollen, wenn wir selbst nicht mehr sind und die Früchte, die wir aussäen, halfen, nicht einernten werden. Haben Sie vielen Dank. Sie sind sehr liebenswürdig und Sie sollen das bereuen.
Eine einzige Mini-Episode gebe ich Ihnen als Zugabe, die ich schon mal erzählt habe, aber es geht ganz schnell. Und ich weiß, dass es wichtig ist, weil wenn Sie nichts mit allem haben anfangen können, dann werden Sie mit diesem jetzt was anfangen können. Denn ich gebe Ihnen etwas an die Hand, mit dem Sie Ihr persönliches Leben definitiv erleichtern können. Sie gehen raus, Ihre überteuerte Eintrittskarte hat sich bewährt, weil Sie das, was ich Ihnen jetzt sagen werde, zum Fernsehprogramm, zum politischen Personal, zu allem sagen können, was Sie im Alltagsleben anstößig finden. Ich war eine Zeit lang Nachtwächter in Bonn. Ich wollte es nicht sein. Ich musste eine mausgraue Uniform tragen. Herr Lübers war so nett, darauf hinzuweisen. Ich habe innerlich in starkem Widerstand gegen diese Uniform gelebt. Meine einzige Möglichkeit, meinen Widerstand gegen diese Uniform zu artikulieren, war, farblich extrem unpassende Socken dazu anzuziehen. Diese Socken konnten meinem Nachtwächterchef, dessen Namen ich verschweigen möchte, Krawinkel war sein Name, nicht entgehen, sodass er eines Tages sich vor mir aufbaute, sah diese Socken an, zeigte auf sie und sagte in einem gebundenen Satz, den er irgendwie nicht unter Umgehung des kleinen Hirns offenbar aus dem Rückenmark nahm, sagte er, die häufig beobachteten Fantasiezusammenstellungen müssen in Fortfall geraten. Und ich dachte, das ist ja unglaublich. Der Mann ist ein Rohdiamant. Den muss man fördern. Der muss ganz andere Socken zu sehen kriegen. Dann wird er noch zu Höchstleistungen des Sprachlichen sich steigern können. Und dann habe ich am nächsten Tag meine ADAC-farbenen Socken angezogen, mit denen man nachts über die Straßenbahn, über die Autobahn gehen kann und wird nicht überfahren. Und die konnten ihm noch weniger entgehen. Und er kondensierte an diesem nächsten Tag alles, was er am Vortag gesagt hatte, in drei Worten, die ich Ihnen jetzt zur Verfügung stelle. Und in diesen drei Worten hat er ein Verhalten für mich abgebildet, das ich, wie gesagt, zum Fernsehprogramm brauche, zu politischen Programmen, was immer Sie wollen. Er baute sich auf vor meinen Socken. Er zeigte auf sie und sagte, das gehört verschwunden. Vielen Dank.